So, Aufstiegsspiel für mich. Ich darf ich könnte Anoop tryen. Ich log erstmal Anoop ein. Okay. Sagara, ich könnte auch Jule spielen. Maybe. Zeit losgehen. Ein Reno. Okay, da will Sagara spielen. Okay, ja, ist okay. Chromi so früh. Die Jagd ist eröffnet. Es ist Zeit. Für den Frostthron! Kiel haben wir gegen... Na, gegen Lunara wird schwierig. Falster, der hoffentlich auf Mighty Gust geht. Ja, sonst sieht das erstmal ganz gut aus für uns. Ich kämpfe bis zum letzten Atemzug. Eine Valla, Master Skin und Marega. Runde fliegt.
Den positiven Aspekt, den ich sehe, ist, dass ich ganz gut Split-Push betreiben könnte. Wir haben auch einen Fallstart, der ebenfalls Wraithkleave betreiben kann. Wraithkleave wird meine Aufgabe sein. Ich werde mal gucken, wie ich das handhabe mit dem guten Gesul. Ja, gucken wir mal. Gegen ATC wird schwierig. Der könnte uns das Spiel kaputt machen. Genau wie der Rega. Autotacker schämen. Travis Cromy. Ein lohnendes Ziel. Flüstert euren Namen. Ich wache. Danke. Ein wenig Hilfe werde ich verkehren. Okay, ich bin da. I try to go top. Unlucky. Durchaus nützlich. Gute Arbeit. Weiter so. Ich wache. Yes. Ich komme.
ganz, ganz risky, was du da machst. Nice. Unzerstören. Ihr werdet auf ewig schreiten. Der Geruch des Todes. Ich erhalte das Gleichgewicht so, aufrecht. Wieder ab in die Mitte. Hier kurz warten, bis die Creeps kommen. Minions auftauchen. Ja, da ist LTC, aufpassen. Sohn, das ist jetzt unser Missgeschick gewesen. Position gewesen, na, vielleicht kriege ich die Dinger noch. Oh, fuck. Geht in die schwarze Nacht. Voran in die Dunkelheit. Vorwärts.
Ich wache. Das ist ein bisschen doof, dass der Falz halt Solo spielt. Wir brauchen seinen Gast. Den Tod an diesem Ort. Ist leider der Wut schon weg. In die Mitte gehen. Geht in die schwarze Nacht. An das Ziel. Und er in euch blickt. Hier kommt Top. Schöner Gast. Das. Lilly! Die Reise beginnt. Ja, Lilly hat leider gerade so ein bisschen. Meine Netzweber sind gefallen. Geht momentan immer die falschen Wege. Warum sie da außen lang läuft, ist mir ein Rätselchen. Aber es läuft ganz gut. Ich spüre den Tod an diesem Ort. Wie wär's, wenn wir dieses Söldnerlager einnehmen? Der Geruch des Todes. Weiter so! Wie wär's, wenn wir diese Zul hat ja, ist ja ein bisschen geschwächt worden. Er macht nicht mal so viel Damage über die Skelette. Voran! Ich glaube, wir brauchen den Push gar nicht. Deswegen werde ich auf Damage gehen. In den Abgrund, wie er in euch blickt. Boss werden die nicht tryen, aber die bezahlen. Weil wir halt keine Coins haben. Das Ziel. Naiv, aber durchaus nützlich. Stun, wir brauchen Stun. Fürchtet nicht den Tod. Raguls Klinge flüstert euren Namen. Ich spüre den Tod an diesem Ort. Würde ich nicht solo tryen, du musst da weg. Gleichgewicht aufrecht. Oh, lucky guy. Oh.
Eine Spider, ein Rap-Reaver habe ich gar nicht gesehen. Was ist denn noch? Wo ist denn der? Hm? Carsten! Ah! Ich musste rein, um den Ulti zu zünden, wollte ich mal. Ja, ich muss mal schauen, dass ich mehr flanke. Nicht so offensichtlich spiele. Vielleicht die Ball noch mit einreißen, aber ich glaube, das Keep kickt er nicht. Vielleicht sogar die Ball nicht. Weil die Ball auch nicht so gut. Whisky. Ja gut. Moment. Hätte es nicht irgendwie schwieriger sein müssen? Erobern wir ein Söldnerlager. Ich muss nicht zu meiner Leiche zurückrennen. Das ja, die haben auch extrem viel Damage, wenn wir das mal angucken. Der Einzige, der wirklich einigermaßen Damage hinbekommt, ist Komi. Wir können das Spiel, glaube ich, nur über die Webweaver gewinnen. Blickt in den Abgrund, wie er in euch blickt. Ah, gegen ATC ist immer schwierig, aber wir können das Spiel gewinnen. Das steht außer Frage. Oh, fuck. Der Geruch des Todes. Ich muss ab. Ja. Ein lohnendes Ziel. Ich wache.
in den Abgrund, er in euch blickt. Ziel. Es wird langsam aber sicher richtig, richtig tragisch. Das Late Game haben die halt wirklich einfach in der Tasche. Danke. Ah, der vertraute Geruch des Todes. In die schwarze Nacht. Wir müssen unbedingt Pain, die können nicht Pain. Vernichtet ihre Konstrukte. Bringt sie auf ewig schweigen. Lasst uns diese Söldner unterwerfen. Ich spüre den Zorn an diesem Ort. Der ATC gewinnt das Spiel. Wir haben einfach nicht genug Damage. Schade. Noch ist nicht vorbei, aber das Spiel ist eigentlich gelaufen. Wir hatten das Early Midgame gut im Griff, aber danach geht halt nichts mehr, weil wir einfach zu wenig Damage haben, der Fightstart. Ich mache auch zu wenig Damage. Aber es ist auch extrem schwierig gegen ATC. So fühlt sich der Tod also an. Eigentlich ganz angenehm. Voran an die Dunkelheit. Das Gleichgewicht gebietet. In die Dunkelheit. Ein lohnendes Ziel. Fürchtet nicht. Ich erhalte das Gleichgewicht auf. Danke. Ich spüre den Tod an diesem Ort. Durchaus nützlich. Ausgezeichnet. Die Spinnen werden. Tja, ich spüre den Tod an diesem Ort. Komi lebt da schon wieder sehr, sehr gefährlich.
Gewicht gehalten. Die wollen fighten, die müssen oder können auch fighten, wie eigentlich nicht wirklich, weil wir die Fights, glaube ich, verlieren. Schwierig hier zu engagen gegen das Team. Narakea. Ein lohnendes Ziel. Es ist sehr, 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 sehr komisch. Scheiße. Geht's vorwärts. Weg. Eure Zitadelle wird angegriffen. Voran. Luck. Ich erhalte das Gleichgewicht aufrecht. Ausgezeichnete Arbeit. Wir haben nur einen erwischt, das ist nicht so geil. Ich erhalte das Gleichgewicht aufrecht. Das ist risky. So sei es. Geht in die schwarze Nacht. Kea! So sei es. Danke. Kill den Idioten! Nun mache ich meinen Abgang. Ich wache. Ja, wir haben es versucht. Ja, unser Late Game. Wir haben das Late Game komplett verloren an ATC.
Der Moshpit hat halt immer 2-3 Leute aus dem Spiel genommen oder wenn dann einen. Deswegen hat es nicht ganz gut funktioniert. Ja, der Moshpit. Lunara und Ray, die hatten wirklich ein richtig starkes Team auf ihrer Seite mit Valla, Lunara und Rayna. Wenn wir Lunara bekommen, wäre es glaube ich anders gelaufen, aber der Gast hat nicht gut funktioniert, weil er immer mit drinne war, der Falstad. Hat im Early Game auch sehr selten mit uns gespielt, aber fand ich dann auch eigentlich die richtige Entscheidung. Ja, wir hätten das Spiel im Midgame vielleicht entscheiden müssen. Im Late Game waren wir einfach zu schwach auf der Brust. Das hat vorne und hinten nicht funktioniert, was wir da hatten. Schade, 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 schade. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Das Team hat sein Bestes gegeben. Es war keine miese Stimmung, es war eine gute Stimmung. Und wenn ich dann verliere, dann, ja, dann nehme ich das auch so einfach hin. Ja, da kannst du halt nichts anderes gegen machen. Und das war so, wie es ist. Kann man jetzt nicht mehr ändern. Tja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach zum nächsten Mal wieder. Ciao.